Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video über meinen kleinen Hühnerhof. Sehen wir mal, wie es den Küken, die ich euch im ersten Video vorstellen durfte, nun geht. Die Tiere sind nun 14 Wochen alt und wie ihr seht, habe ich den kleinen Auslauf geöffnet, wodurch sie jetzt schon seit ein paar Tagen zu ihren Eltern dürfen und das gemeinsame Leben in vollen Zügen genießen. Vor allem bei den ostfriesischen Möwen erkennt man jetzt schon eindeutig die jungen Hähne an ihren kleinen Kämmen. Wenn die jungen Hähne nun, so wie bei mir, zusammen mit erwachsenen Hähnen aufwachsen, kommt es im Laufe ihres Lebens auch nie zu, unter Anführungszeichen, ernsthaften Problemen, also Kämpfen, da die Tiere schon in den ersten Lebenswochen die wichtigen hierarchischen Strukturen kennengelernt haben. Sie wissen somit, dass es besser ist, sich einem älteren, erfahrenen, stärkeren Hahn unterzuordnen. Bei den Sussex-Junghühnern ist die eindeutige Geschlechtsbestimmung jetzt noch nicht so einfach, sie sind eben Spätentwickler. Ich möchte im heutigen Video gerne meine derzeitige Lieblingsrasse vorstellen, die ostfriesische Möwe. Diese ostfriesische Möwe ist eine sehr alte Hühnerrasse. Es ist eine alte Landhuhnform, die eine schlichte, aber nicht plumpe Form hat. Die Rasse zeichnet sich durch einen mittelhohen Stand mit voller und fest anliegender Befiederung aus. Die Zeichnungen von Hahn und Henne unterscheiden sich komplett. Bei der erwachsenen Henne ist die sogenannte Flockung, also die schwarzen runden Flecken über den ganzen Körper, außer den Hals verteilt. Der Hahn jedoch hat diese Flockung nicht, sondern ist schwarz-weiß gefärbt. Nur im Halsbehang findet sich eine schwarze Tropfenbildung. Die ostfriesischen Möwen gelten als unglaublich wetterfest und vital. Sie sind darüber hinaus auch sehr gute Futtersucher, die nur wenig Beifutter benötigen, wenn sie den entsprechenden Auslauf haben. Ihre Vitalität zeigt sich auch in ihrem für Hühner guten Flugvermögen. So stellen auch Zäune von 2 Meter Höhe kein Hindernis dar. Bei mir haben die Tiere aber noch niemals ihren 1,5 Meter hohen Zaun überflogen. Ich muss aber sagen, dass ihre Auslaufmöglichkeiten auch sehr groß sind. Ich habe über 5000 Quadratmeter für sie. Auch die Küken sind, wie man auch bei meinen Tieren sehen kann, sehr vital und sie wachsen schnell. Von der Lebhaftigkeit bzw. Hektik, die den Möwen immer wieder nachgesagt wird, bemerke ich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Ich muss genauso wie bei den zutraulichen Sussex-Hühnern aufpassen, dass ich beim Gehen nicht auf eine Möwe trete. So gern suchen sie die Nähe des Menschen. Auch wurde ich bei der Eierentnahme, also wenn ich ein frisches Ei direkt unter der Henne wegnehme, noch nie von einer ostfriesischen Möwe attackiert. Ganz im Gegensatz zu den Italiener und Vorwehrhennen, die da manchmal im wahrsten Sinn des Wortes rot sehen. Ich möchte euch heute einen kleinen Trick verraten. Ich lege ab und zu am Abend ein paar alte Bretter, Platten auf die Wiese oder bedecke ein Stück vom Auslauf mit einer schwarzen Plastikplane. Am nächsten Morgen habe ich dann viele Insekten und Würmer darunter, die meinen Hühnern eine hervorragende zusätzliche Eiweißquelle liefern. Wenn du die Möglichkeit hast, Hühner zu halten, dann nutze sie. Vergiss nicht, wir leben nicht nur in und mit der Natur, sondern auch wir Menschen sind die Natur selbst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns bald wieder.